Und damit herzlich willkommen, Freunde. Danke, dass ihr zugeschaltet habt zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Aber was heißt Cortex Strikes Back? Wir haben Cortex ja schon besiegt. So, ja, wir haben jetzt vor, so gut wie alle Edelsteine zu sammeln. Ja, gut, das heißt, auf zur Edelsteinsammlung. Wir werden ja jetzt Crash mal beim Jojo-Spielen unterbrechen. Oh Gott, Verzeihung. Frosch im Hals, fängt ja schon gut an hier. So, und zwar gehen wir jetzt erstmal hier rein. Und ich glaube, das ist ein Zeitdiamant. Oh ja, Quatsch, Kistendiamant. Woanders den roten Edelstein erhältst. Ach ja, den roten Edelstein. Genau, die Geschichte, den habe ich ja jetzt schon. Das heißt, ja, werden wir jetzt erstmal da reingucken gehen. Und sammeln uns alle Kisten. Ach ja, ja, diese Welt, genau, alles klar. Ja, ja, doch, ich weiß welche. Yay! Gut. Jetzt heißt es nur noch Edelsteinsammlung. Wow, wow, wow. Nein! Wo sind unsere Leben hin? Oh, Wahnsinn, habe ich so viele verklatscht. Oh, geh weg. Ach ja, ich kann ja jetzt sprinten, ne? Ich vergaß. Nein! Wow. Ah, hier ist er ja schon. Nice. Gut, dann gehen wir da jetzt erstmal rauf. Mal gucken, was uns da oben erwartet. Checkpoint. Keine Nitro-Kisten, gar nichts bis jetzt. Hier heißt es rüber. Okay, Nitro-Kiste. Nein! Oh Gott. Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, Freunde. Okay, jetzt habe ich da irgendwas aktiviert. Natürlich hole ich mir die Kisten hier auch noch alle. Mal gucken, ob wir das dann noch alles gleich schaffen. Ich wollte doch nur den Pinguin weg haben. Ah, egal. Passiert, machen wir es noch mal. Das ist nicht gut. Ah, doch. Das schaffen wir doch noch alle. Schön. Gut. Na, hol dir die. Alle Äpfel sammeln. Gibst du mir schön Leben zurück. Ui. Ja, ja, komm. Dann warte ich kurz auf ihn. Beruhig dich mal, Braune. Du auch. Ich hab Slide gedrückt anstatt... Oh Mann, ich wollte sliden. Ah, egal. Ist ja nicht umsonst ein Edelstein weg. Mann, 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 Verzeihung. Weg, nicht weg. Und... Frosch im Hals, ey. Oh. Nicht mit mir, Kollege. Ah, haben wir wieder diese Geschichte. Okay, ich habe ihn irgendwie schon aktiviert. Der kam aber vorher nicht runter, oder? Haha, komisch. Nein! Oh Gott! Was machst du denn? Jo! Egal, wir haben die Kisten. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen halte ich mal kurz auch mal die Klappe. Mann, ich habe einen Frosch im Hals so. Die Sau will nicht raus. Ja, hier haben wir wieder so einen Igel. Na komm, fahr deine Stacheln ein, genau. Hier haben wir ja den Sprinter. Nein. Achso, dann ist er gut. Was war das denn für ein Muster? Oh nö. Ach scheiße, jetzt habe ich den Checkpoint geholt. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, können wir jedes Mal nochmal die Kisten holen. Hoppla.
Ach ja, hier war ja nichts weiter. So. Wow, nicht nochmal. Das Level müssen wir auch noch auf Zeit durchrennen, ne? Oha. Das wird echt ein Akt. Aber nö, das mache ich ja nicht in der Aufnahme, sondern offscreen. Ich mache die Level. Wow. Stimmt ja. Die anderen kommen ja nur runter, wenn ich vorbeigehe. Ach man. Und ich Idiot renne nochmal schön in den Holzklotz rein. Mann, dieser verdammte. Gott, ey, tut mir leid. Der sagt, der will nicht raus. Oho. Was? Nö. Ach ja, und der fällt auch noch runter. Aha. Wie die mich austricksen wollen, die Schweine. Oh Gott, hier haben wir wieder einen Igel. Aber von denen lassen wir uns nicht natzen. Und zwar natze ich ihn. Kapum! So, jetzt habe ich alle, aber muss ich jetzt den ganzen Weg... Komme ich wieder am roten runter? Ich glaube, ich muss den ganzen Weg... ...laufen, um diese Kisten zu holen. Das wird jetzt mies. Ich glaube, dass wir hier auch... paar Kisten verpasst haben. Oh, wir sind doch hier vorne. Nice, geil. Das wusste ich nicht. Das ist ja schön. Alter. Hol sie dir, hol sie dir, hol sie dir. Yeah, jetzt habe ich sie. Wow, Alter, fast runtergefallen. Wow. Oh, oh. Schade, ich dachte, ich komme da durch. Nochmal was anderes testen. Und zwar so hier. Sliden geht auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich trinke mal was. Ich wollte warten. Ich wollte nicht reinspringen. Diese Sprint-Taste hier hinten, ne? Wahnsinn. Hui. Jetzt warte ich aber. Und jetzt nochmal warten. Na? Hey, die Kiste. Die Kiste. Die auch. Yay. Bonus. Wow! Das war nicht mit Absicht. So, das kann aber jetzt noch ein bisschen dauern, du. Alter. Ich sprinte hier auch durch. Jetzt kriegen wir einen Schluck auf hier. So. Die Kiste. Leben! Nein! Ey, hol dir das Leben. Leben! Oh, was? Nochmal, nochmal. So, oh yeah. So, vorsichtig zurück. Ich glaube mal, das reicht. Ja. Yeah, alle Kisten. Sind ja nicht mehr viele, ne? Dann habe ich das Level ja auch gleich geschafft. Oh, 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 oh. Hui. Ach ja, 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 genau. Jetzt ist schon das Ende. Catch again! Oh, Freunde, ich freue mich schon echt auf den dritten Teil. Akku, Akku! Denn der dritte Teil ist mein Lieblingsteil von Crash Bandicoot. Also zumindest die PlayStation 3. Von PlayStation 1 natürlich, meine ich jetzt. Es gibt ja noch hier die
anderen Crash Bandicoot-Teile, für der PS2, für der Xbox. Crash of Titans und so hießen die ja alle, oder... Ach, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sind auch... Ich habe auf PS2 damals auch viele Crash-Spiele gespielt. Aber ich weiß nicht, die haben es mir nicht so angetan, wie die ersten drei Teile, muss ich echt sagen. Und... Also ich habe sie auch durchgespielt, ja. Damals habe ich auch Xbox 360 besessen. Hab das Spiel auch gehabt. Aber irgendwann ist mir die Xbox kaputt gegangen. Der berühmte Ring of Dead. Auch wenn es dafür eine Dings gab. Eine Methode, um den Ring of Dead heil zu machen. Und zwar, es war nicht gesund, die Xbox in kompletten Handtuch einwickeln oder in der Decke heiß laufen lassen für 15 Minuten, bis sie automatisch ausgeht. Dann 5 Minuten oder 10 Minuten warten. Und dann ist der Ring of Dead eigentlich weg. Also abkühlen lassen, 5 bis 10 Minuten abkühlen lassen und dann kannst du die Konsole anmachen, dann ist der Ring of Dead weg. Also so habe ich meinen Ring of Dead damals wegbekommen. Und das ging mir dann auch immer auf den Sack, dass es jedes Mal passiert ist. Und ja, irgendwann bin ich dann zu PlayStation gekommen. Da hat es sich angeboten, mir eine PlayStation 3 zu besorgen. Ich habe sie auch billig bekommen. Gegen, ihr werdet es nicht glauben, zum Glück habe ich zwei Konsolen davon gehabt. Gegen eine Nintendo GameCube mit zwei Spielen oder so war das. Sonic Collection war das gewesen und irgendwie so ein Yu-Gi-Oh! Spiel war das, glaube ich, auch noch. Und auf jeden Fall habe ich die bekommen für... Ach ne, ich wollte die nicht tauschen. Für ein Schnäppchen, ne? Und getauscht mit meinem Cousin und ja, habe ich nicht nö gesagt, ne? Also da ich ja zwei Konsolen hatte, die zwei Spiele haben mich auch nicht tot gemacht. Ja, auf jeden Fall, dadurch bin ich dann zu meiner ersten PlayStation 3 gekommen. Ohne Kontrolle. Aber den Controller habe ich mir auch noch von besorgt damals, meinen ersten Controller. Und ich wollte so unbedingt PlayStation 3 zocken. Und ich hatte einfach mal keinen Controller. Und warum habe ich das geahnt? Dann habe ich mir den ersten Controller geholt von Virus Eye Phoenix. Von meinen Kollegen, von denen ich auch das Ding habe. Das Intro. Danke dafür nochmal auf jeden Fall. Und da ist eine TNT-Kiste. Eine einzige TNT-Kiste. Und da muss ich natürlich rauf, ne? Ja, und dann habe ich mir irgendwann die PlayStation 4 gegönnt, ne? Und nach und nach sind auch die Spiele mehr geworden als wie auf Xbox, weil ich war ja schon immer der PlayStation-Anhänger. Oh damn. War ich schon immer gewesen und ja. Irgendwann habe ich den Xbox dann weggegeben. Mit Spiele, alles drum und dran. Auch meine Festplatte mit meinem Profil. Also ich habe mit Xbox abgeschlossen. Ich sag nicht, dass Xbox scheiße ist oder so. Ich habe auch Spaß gehabt mit der Xbox. Mein erstes Xbox-Spiel, oh verdammt, mein erstes Xbox-Spiel war damals sogar gewesen, Sega Superstar Tennis. Da hast du Beat und so gehabt, oder Sonic hast du da auch gehabt. Du hattest da so viele und das war so geil gewesen, dieses Spiel. Das würde ich gerne nochmal spielen, das hat auch richtig Spaß gemacht. So, jetzt aber vorsichtig hier. Schön. So, hier war nichts weiter. Na, okay. Nice, dann haben wir jetzt auch schon mal die Kisten. Heißt, wir haben das nächste Level. Bald fertig. Oh, verdammt. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Ach ja, hier der Todespfad, der ist ja jetzt nicht wichtig. Den habe ich ja schon fertig. So. Ja, aber diese Quest-Spiele damals von der PlayStation 3 und Xbox und so würde ich gerne und auch nochmal spielen. Würde ich nochmal machen, ja. Weil da ich jetzt sowieso die Quest-Reihe angefangen habe auf meinem Kanal... würde ich die anderen Spiele auch gerne nochmal
versuchen zu besorgen, irgendwann im Laufe meiner Let's Play-Karriere, dass ich dann auch mal die Spiele auf meinen Kanal bringe, ne? Los, der erste Teil, der war immer blind für mich. Was ist da los? Der erste Teil von mir, der war, da habe ich ja schon gesagt, mein Problem, was damit war. Spiel gekauft, an der gleichen Stelle wieder stehen geblieben. Irgendwas war mit diesen Spielen oder mit der Konsole. Also, ich habe auch damals Konsole ausgetauscht, ob das auch daran gelegen hat, aber immer an der, nach Rolling Stone, das Level, ist die Konsole mir irgendwie stehen geblieben. Bei dem Schweinerennen, genau. Was heißt die Konsole, das Spiel, hat halt nicht mehr anerkannt. Keine Ahnung, obwohl es neu bestellt wurde. Ich habe es auch noch original bei mir stehen. Und nie konnte ich es spielen, ne? War schade eigentlich. War ein geiles Spiel, muss ich sagen. War auch schön schwer gewesen. Ja, und hat mir auch sehr Spaß gemacht, das Spiel auf meinem Kanal zu spielen hier, für euch. Und meine Ausraster da zu lassen. Weil ich muss sagen, das ist zwar echt schwer. Und mir geht diese himmlische Hölle einfach nicht aus dem Kopf. Diese verdammten schweren Level. Ich habe von vielen gehört, dass dieses himmlische Höllendings da auf jeden Fall sehr schwer gemacht wurde. Weil die haben auch diese Sprungtechnik alles ein bisschen anders gemacht. Er lässt sich nicht mehr so leisure steuern wie damals auf jeden Fall. Die Steuerung ist ein bisschen anders geworden. Oh, ein Affe. Sie ist halt empfindlicher, sag ich mal so. Oh. War nicht mit Absicht. Tschung. Jetzt mal weg mit dir, Kollege. So. Level fertig. Nice. Jetzt haben wir alle Edelsteine. Zumindest in den Level. Alle beide. So muss das. Ja, und so bin ich damals zu meiner PlayZ 3 damals gekommen. Und jetzt, ja, irgendwann mit Laufe der Zeit, Geld verdienen, PlayZ 4 geholt, so und so. Und ja, man wird erwachsen, man muss sich später alles selber holen. Damals war das noch gewesen, oh Mutti, kaufst mal, oh bitte, oh ich will haben. Und dann, meine Mutter hat ja selber gezockt, oder zockt auch mehr noch. Und deswegen, also ich bin mit Konsolen aufgewachsen. Ich bin mit einem Controller in der Hand geboren. Wie ich geboren wurde, seit meiner Geburt sind Konsolen in mein Leben getreten, muss ich sagen. Super Nintendo war damals die Lieblingskonsole von mir, muss ich sagen. Meine Lieblingskonsole. Das war das Herzstück gewesen. Weil es war damals mir ein bisschen einfacher gewesen, dann kam nachher PlayStation 1 und irgendwann die N64. Die N64 kam ja nach der PlayStation 1, glaube ich, raus. Und, oh, Alter, hab ich die Konsole gesuchtet. Oh, geil, Alter. Auf jeden Fall war das schon eine richtig geile Zeit gewesen damals. Sega gespielt, alles, Sega, NES, den alten Link, den NES, den habe ich auch noch, den Sega Mega Drive habe ich auch noch. Also ich habe noch richtig viele Konsolen bei mir. Also ein paar davon stehen ja auch hier. Ja, die müssen natürlich nicht im Schrank stehen, die müssen geehrt werden, diese Konsolen. Und jetzt? Was muss ich hier machen? Hoppla! Ich glaube, ich hätte drüber springen müssen. Na, das
ein bisschen schneller gehen hier. Du renn durch, genau. Wow. Aber warum muss ich denn jetzt da rein? Ach so, er rennt weg. Er läuft weiter, bleib stehen. Ach so, hey, wäre ich aus Sogewehr gekommen. Bleib stehen! Das andere war Nitro-Kästen, die lasse ich mal. So, 20 Kästen fehlen noch. Gut vorangekommen bis jetzt. Wir waschen hier einfach durch. Als wäre da nix. Aber irgendwie doch gestorben. So, ich mach das Level noch Ende, dann beende ich die Folge. Tschung. Wow. Genau. Bim, 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 bim. Nein, die wollte ich noch nicht einsammeln. So. Du auch. Warum sind die alle so einzeln? Ja, hau doch ab. Viel Spaß dabei. So. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir. Ching, 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 ching. Und hier haben wir jetzt alles. Haben wir alles? Oh yeah, wir haben alles. Nice. So, haben wir das auch erreicht. Bingo. Bam. So, drei Edelsteine gesammelt. Ne, waren das drei jetzt? Weiß ich nicht. Ich habe das Eislevel, denn Ruin to Ruin irgendwie, glaube ich. Ja, irgendwie so war das. Und das hier, ne? Bingo. Geil. Ja, haben wir schon wieder was erreicht. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal wieder fürs Zuschauen, Freunde. Jetzt zieht sich die außen hinten. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Und würde sagen, bis zur nächsten Leute-Folge, wollte ich schon wieder sagen. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.